Ja, hallihallo, meine Lieben. Ja, heute dachte ich grüße euch mal. Es ist noch ganz früh morgens und ja, den kleinen Mann habe ich vorhin zur Tagesmutter gebracht und heute ist tatsächlich sein letzter Tag. Ja, ich bin ein bisschen schweren Herzens heute, weil der Noah, der liebt seine Tagesmutter total. Der hat auch den ganzen Urlaub über sie gesprochen, immer beim Essen und Ina hier, Ina da, Ina kommt, total süß. Bei jeder Kleinigkeit hat er sie immer einbezogen, immer nach ihr gefragt, wirklich die ganze Zeit. Und ja, und jetzt hatten wir im Urlaub, da waren wir gerade mit der Besichtigung in Olympia fertig und dann hatten wir so eine Kombination mit einem Beachclub. Wir waren gerade dabei, auf diese Holzbretter Richtung Beach runterzugehen und da klingelte das Telefon, es vibrierte in der Wickeltasche, sagte mein Mann so, oh, dein Handy klingelt. Dabei hatte ich irgendwie nie empfangen und gar nichts und dann war die Kita dran und hatte angerufen und hatte gesagt, der Noah ist im Nachrückverfahren tatsächlich eingekommen. Hat jetzt einen Platz. Wir haben uns natürlich total gefreut, aber dann sagte er dann noch ab 1. August, ja super, wie soll ich dann so schnell kündigen? Ich meine, ich habe auch eine Kündigungsfrist einzuhalten. Das Ganze ging jetzt her und hin und hin und her. Ende vom Lied ist, wir müssen jetzt irgendwie was doppelt zahlen, weil wir diese Kündigungsfrist einhalten müssen. Und am Montag geht der Kleine dann in die Kita. Die Tagesmutter ist schon sehr, sehr traurig. Heute gibt es die Abschiedsfeier für Noah. Die machen Muffins und ja. Dann habe ich dem Kleinen noch ein paar Prinzenrolle, Dinger, Kekse eingepackt und ein paar Fruchtriegel. Ja, so schnell konnte ich jetzt auch nicht reagieren, irgendwas einkaufen. Und, oder was machen oder backen oder so, geschweige denn. Ja, und jetzt haben die heute eine Abschiedsfeier und ich bin schon ganz traurig, ihn nachher abzuholen, um mich von ihr zu verabschieden. Ja, die war echt so toll, die ist so sanftmütig, so lieb, immer, Noah, mein Schatz, komm her. Und immer, also ich merke das auch an meinem Kind, der ist so glücklich bei ihr und der fühlt sich da so wohl, dann weiß ich, dass alles auch echt in Ordnung ist. Und ja, und jetzt kommt er natürlich in so eine große Kita rein. Die ist ja eigentlich auch echt super toll. Das ist eine private Kita. Ich habe den Eindruck, echt, das ist so eine 5-Sterne-Kita. Die haben da auch Spanisch, bla bla bla. Ist jetzt egal. Er wird jetzt nicht Spanisch sprechend nach Hause kommen. Es ist einfach nur, dass irgendwie im Unterbewusstsein die Synapsen gefördert werden, dass der auch später mal aufnahmefähiger ist für Fremdsprachen dabei. Sprechen wir zu Hause ja auch Arabisch, Deutsch und Englisch kriegt ja auch so mit über die ganzen Kinderlieder. Der singt alles Mögliche auf Englisch mit und ja, aber ist jetzt auch nicht wichtig. Mir ist wichtiger, dass der Kleine, dass es ihm gut geht, dass er nicht überfordert ist jetzt, weil die Tagesmutter, die war 3 Wochen im Urlaub, als wir gerade angefangen hatten, nach 2 Wochen schon, war die 3 Wochen im Urlaub, dann war sie wieder da. Für 2 Wochen, dann waren wir für 2 Wochen im Urlaub, jetzt sind wir wieder da. Und jetzt war er noch mal diese Woche und jetzt ist schon direkt sein letzter Tag. Also irgendwie ist da immer so ein Bruch dazwischen gewesen. Und am Montag kommt dann der Riesengau mit der Kita. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen früh oder so abrupt. Ich hätte gern gehabt, dass der, was weiß ich, ab März, ab dem Herbst oder vielleicht im Januar da reingeht, aber das geht nicht. Die meinten, ja, ist kein Problem. Sie können ja gerne die Eingewöhnung starten, wann Sie möchten, aber der Vertrag gilt ab 1.8. Das heißt auch zahlen ab 1.8. Boah, ja, ich bin doch total heiser. Aber ich wollte schon die ganzen Tage drehen, aber da ging gar nichts, weil da war ich noch heiser, heiserer, noch mehr heiser. Ja, was ist denn eure Meinung dazu? Also es würde mich echt mal interessieren, ob eure Kinder auch sowas in der Art mal mitgemacht haben und wie die das weggesteckt haben. Ja, also ich möchte mir keine Vorwürfe machen oder ich habe Angst auch ein bisschen, dass der Noah vielleicht überfordert ist. Obwohl, als wir jetzt im Kids Club waren im Urlaub, da ist er ja abgegangen wie Schmitz' Katze. Ne? Also ich konnte ihn ja gar nicht mit rausnehmen. Ja, erzählt doch mal bitte eure Erfahrungen und vielleicht könnt ihr mich auch ein bisschen beruhigen, weil ich bin echt so hin und her gerissen. Echt so hin und her gerissen. Am liebsten will ich ihn da gar nicht hinbringen jetzt am Montag. Echt, am liebsten gar nicht. Am liebsten möchte ich ihn jetzt nächste Monate noch bei der Tagesmutter lassen, weil das ist dann noch klein und gemütlich und familiär und sehr, sehr persönlich. Ich meine, in der Kita auch, da kommt ja irgendwie eine Erzieherin da irgendwie auf 5 U3-Kinder oder so. Das sind nicht so viele U3-Kinder, nur so 10 einer Gruppe. Und die haben irgendwie so zwei Gruppen oder sowas. Ja, trotzdem. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir da ein paar Dinge dazu sagt oder ja, vielleicht habt ihr da ein paar aufbauende Worte für mich, weil ja, ich trage echt ein sehr bleiernes Herz heute mit mir rum. Ja. Abschiedsparty, mein Baby. Erste Abschiedsparty schon. Okay, dann macht euch mal einen schönen Tag und ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie die Eingewöhnung war. Die nächste. Eingewöhnung, die zweite, sozusagen dann.
in kurzer Zeit. Ist auch ein bisschen viel, ne? Ja. Okay, dann macht's gut. Tschüssi.